Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parfum-Video von Scentastic. Ich bin Jasmin. Ich bin Lara. Let's go! Herzlich willkommen auch von mir. Abonnier gerne unseren Kanal, wenn du Parfum-Content genauso liebst, wie wir es tun. Aktiviere die Glocke und kommentiere auf jeden Fall unter diesem Video und unter allen anderen. Zieh dir einfach mal alles rein and enjoy it. Ich würde sagen, heute geht es um Your Skin But Better. Wir haben das schon auf einigen englischsprachigen Kanälen, konnte ich diese Videos schon mal sehen. Und ich finde es immer ganz interessant und auch ganz cool, einfach mal nicht unbedingt nach Parfum so explizit zu riechen, sondern irgendwie sowas, so ein Skin-Scent und also ein hautnaher Duft, ja. Und irgendwie, ja, finde ich, hat es auch was Intimes, Beruhigendes und einfach schön Gepflegtes. Auf jeden Fall, deswegen haben wir uns inspirieren lassen. Ja. Und ich würde sagen, starten ja direkt. Genau, und wir möchten euch das natürlich gerne empfehlen, ne? Ja. Also wir starten direkt mit dem ersten. Mit dem ersten. Fangen wir doch mal mit dem hier an. Und zwar ist das der Dior J'adore Do. Ja, das ist das neueste Release von Dior, beziehungsweise ja, der neueste Flanker von dem J'adore. Wer J'adore liebt und kennt und zu schätzen weiß, der wird den auch lieben. Denn der nicht nur, der hat keinen Alkohol, ne? Und trotzdem hat er eine gute Haltbarkeit und kommt halt auf der Haut richtig, richtig geil. Mhm. Der ist wie eine Bodylotion. Ja, der kommt in einem raus. Flakon. Ja, ist so. Könnt ihr ja auch einmal zeigen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja, man sieht's. Mhm. Perfekt. Ja. Ja, und das kann man halt so wie eine Creme dann auch verreiben. Ja, würde ich jetzt mal auf Stand stellen. Bevor das hier alles runterläuft. Einmal schön schmieren und schmieren. Ja. Und kannst du auch, weil da passiert nichts. Ja. Mit, ne? Also und der wird echt schön cremig. Auch unter deiner Hand läuft. Oh ja. Ja. Oh, herrlich. Ja. Und diese Mischung von irgendwie einer Bodylotion in Art, genau, in der Art von einem Parfum und Blüten ist so angenehm. Ja. Und es ist so ein schöner Duft. Du riechst nicht, also klar, du kommst jetzt nicht irgendwo rein und wirst von einem Duft von demjenigen, der ihn trägt, erschlagen. Es riecht einfach schön und angenehm. Ja, mega schön, angenehm, gepflegt, weich, lieblich, liebevoll. Ja, liebevoll. Vertrauenswürdig, einfach so schön. Ja. Ne? Mhm. Also ja, man muss es halt mögen. Ach ja, ich mag es. Ich mag es. Deswegen auch. Wollten wir euch den halt unbedingt zeigen, dass ihr den mal testet, wenn ihr es nicht ganz so harsch mögt, ne? Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. Ja, nehmen wir doch mal den hier. Und zwar ist das der Painting It Sweet von Emil und Elisa. Oder Emil Elisa. Genau, ja. Mm. Beautiful Angel. Ist der. Auch ein sehr hell blumiger Duft. Birne hast du hier im Auftakt. Mhm. Und das Ding ist, ich bin euch ganz ehrlich, die ersten 20 Minuten finde ich ihn schwierig, ja. Für mich ist der ein bisschen zu süß, ja. Der ist mir zu süß, aber dann. Also es hat wirklich 3 Anläufe gebraucht, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, bis ich mir diesen Duft gekauft habe, weil ich habe ihn mir jedes Mal aufgesprüht und dachte mir im Geschäft noch, zu süß, zu Birne, zu süß. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder im Auto saß und nach Hause gefahren bin, war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der ist zu geil, der ist zu geil, der ist zu geil. Und dann habe ich den auch noch meinem Mann gezeigt, der meinte dann auch zu mir, riecht irgendwie wie eine geile Haut. Das war dann für mich der Punkt, okay, ich wenn kaufe. Wenn es sein muss. Wenn du es ja so geil findest, dann okay, dann kaufe ich ihn. Ja, dann habe ich ihn halt gekauft und jetzt, ja, könnt ihr sehen, da fehlt jede Menge. Ja. Mhm. Und ja, ich finde ihn ultra, ultra geil. Der riecht halt einfach
wirklich süßlich. Du hast die Birne im Auftakt, aber dann wird das Ganze immer noch süßlich, aber hautsüß, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es euch richtig vorstellen könnt. Diese Hautsüße hat es. Und ja, durch Moschus und die hölzernen Noten, diese Kombination von all dem Ganzen, von der Kopfnote und der Herznote am Ende, Basisnote, wird dann eben einfach My Skin But Better. So ja. Einfach, ne? So. Ja. Ja, deswegen, den müsst ihr wirklich unbedingt mal testen. Generell die Marke, es hat sehr schöne, besondere Düfte, die super alltagstauglich sind. Ja, voll. Ich würde sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten. Davon, genau. Davon. Und das ist der Eating Wherever. Wie wir immer so schön sagen, Eating whatever. Wherever, whatever. Ja. Der ist einfach mein Favorit. Der ist ebenfalls süßlich. Aber der hat den Pfirsich anstelle der Birne. Einen samtigen Pfirsich und der hat was leicht... Shampoo-artiges, aber auch was so leicht, ich würde sagen, pfeffriges. Es ist nichts Würziges, sondern pfeffrig. Ein bisschen bitzeliges. So was, genau. Mhm. Das hat der. Und das finde ich auch ganz, ganz toll an dem Duft. Finde ich auch toll. Finde den auch so toll. Alltagstauglich. Hält aber trotzdem sehr gut. Also hält so 7-8 Stunden. Auf jeden Fall. Aber hautnah. Hautnah, genau. Und du hast keine Mörder-Sillage, sondern es ist angenehm. Ja. Es ist einfach mal was Schönes, Angenehmes, was nicht riecht wie XY. Genau. Ja, das stimmt. Das haben die auch. Die riechen nicht wie. Genau. Und das finde ich sehr schön. Einfach was anderes. Mhm. Und toll. Sehr gepflegt. Mhm. Komplimente kriegt man dadurch einfach, weil es anders riecht. Ja. Ne? Weil und die Leute nicht fragen kennen. Auch, was ist es? Ja. Ne? Weil sie es nicht kennen. Ja. Diesen Geruch. Genau. Diesen Das ist ein besonderer Geruch. Es ist nischig. Aber nicht in your face nischig und nicht nervig nischig. Ja, genau. Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist eine gute Marke für Nischeneinsteiger. So ja, würde ich das voll. Mal sagen. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. Und das ist der, heißt der Klassiker. Cerutti. Ja, Cerutti 1881. Parfum. 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 Der ist aber schon fast leer. Mm. Hat, also der ist. Der sieht mittlerweile anders aus, ja, also der hat einen anderen Deckel. Alt. Nee, der hat jetzt aber schon einen anderen Deckel. Ja, ja, die aber neuen. Ich meine der hier an ist sich. Ist alt, ja. Hast du von deiner Oma bekommen? Genau. Weil ich war bei meiner Oma. Meine Oma hat auch echt geile Lüfte. Mhm. Wir können eigentlich mal eine Sammlung machen. Wir können auch mal ein Video machen. Oder wir können mal die Granny mit ins Video ja, holen. Ja, machen wir bei euch. Ja, cool. Geil, ich überrede die heute. Machst du das echt? Ja, auf ja, jeden geil. Fall. Finde ich cool. Ach, Leute, ich finde den so schön. Das ist ein so pudriger, cremiger, blumiger Duft. Das war besonders. Auch schon, aber sehr besonders. Die Haltbarkeit ist super gut. Unendlich. Der hält wirklich sehr gut. Aber angenehm. Ja. Du hast nicht wieder eine Mörder-Sillage, sondern schön hautnah. Ja, genau. Das ist so ein Duft, finde ich. Der braucht kein Make-up. Das heißt, du cremst dir nur dein Gesicht ein und deinen Körper mit einer ganz normalen Creme. Mhm. Ja, nichts fancy-mancy-haftes. Eine ganz normale Gesichtscreme, eine Handcreme, schmierst dir noch ein bisschen was auf die Arme. Und dann dieser Duft und hast so ein ganz normales Outfit. Ganz normal. Ja, ganz normal. Nicht irgendwas krass Besonderes. Ja? Und dann riechst du und siehst du auch aus, wie so eine gepflegte, auch wieder liebevolle Frau. Ich liebe das übrigens, wenn man diesen Cremegeruch riecht. Und zwar bei uns in Abrück ist ein Stammkunde, also ein Mann, und der benutzt immer diese blaue Nivea-Creme. Ah, und der riecht danach. Und der cremt sich so hart damit ein, der ist auch immer am Glänzen, wie so, wie keine Ahnung was, wie eine Tannenbaum. Wie der Highlighter hier. Ja, aber ich liebe diesen Geruch. Ja? Ich finde hol den dir doch Geruch das Parfum davon. So toll. Ja, das Parfum hattest du, das fand ich auch immer ganz ja, toll. Hasse ich, ja. Aber hat nicht gut gehalten. Mhm, aber trotzdem vom Feeling her war es geil. Ja, es ist einfach mal schön, einfach immer nach dem Duschen, zack, nach, zack. Was auch nicht Parfum ja, oder morgens. Ja. Ist das so schön. Vor allem, wenn man so früh aufsteht. Ja, ne? Ist das sehr, sehr schön. Ja, angenehm einfach. Aber ja, jetzt nochmal zu dem Cerutti. Ja.
oder Cerruti. Kommen wir nochmal dazu. Das ist wirklich ein wunderschöner Duft und ich finde tatsächlich, wenn ich den jetzt so rieche, hätte ich Bock, den im Frühling jetzt zu tragen. Mhm. Ich finde, das ist auch ein schöner Frühlingsduft. Ja, finde ich auch. Er riecht wie eine gepflegte Haut. Einfach wahnsinnig schön. Wunderschön. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten, oder? Ja, voll am Hängen gerade. Und zwar ist das der Lacoste Pour Femme Intense. Oder wie ich so schön sage, der Schokoduft. Ja, genau. Der hat was Schokoladiges. Ja. Ich weiß, ihr hypt alle voll den normalen Lacoste Pour Femme, den das Eau de Parfum, meine ich, ist das, dieser helle. Aber den kennt ihr ja eh schon alle, dann brauchen wir den ja euch auch nicht mehr immer zu zeigen. Ist auch wunderschön cremig, süßlich und geht auch in diese dunkle Schokorichtung. Ja, ne? Also aber ich finde, dass dieser Duft tatsächlich erst im Drydown schöner ist. Ja, finde ich auch. Am Start finde ich ihn ein bisschen kratzig. Mhm, genau, aber dann kriegt er auch so wie so Kakaopulver. Ja, genau. Also ungesüßt. Nicht eine essbare Schokoladentafel oder ups, so. Oh, hast du dir wehgetan? Nein, ich habe aber fast den Flakon umgehauen. Ja, es ist so ein Kakaopulver. Kakaopulver mit Blüten. Ja, was auch leicht bitter ist. Ja, durch Kakao. Also es ist jetzt nicht ein Nesquik, sondern es ist kein süßer, einfach ein Kakao. Riecht aber auch wieder sehr kosmetisch, sehr ruhig, unaufgeregt, unauffällig. Zeig mal auf deiner Haut. Mhm. Ja. So ein Duft für nach dem Duschen. Oder kuschelig. So wie die Küche nach dem Backen riecht irgendwie. Ja, aber nicht so hart. Nee, also er ist nicht gourmandig im Sinne, aber also er ist nicht essbar. Also ich finde ihn sehr riecht sauber, pudrig, gepflegt und ist einfach ein schöner, einfacher Duft. Ja. Also wenn man den jetzt auch sich so selber ein bisschen trocken tupft, finde ich, riecht er toll. Ja, sehr gepflegt, sauber. Mhm. Ist so. Ich habe irgendwie ab und zu habe ich irgendwie ein Problem mit diesem Parfum. Deswegen reagieren wir auch gerade so, weil ich habe zu Lava gesagt, ich finde, das ist ein Duft, der ist Your Skin But Better. Und Lava hat immer mit diesem Duft so ein Hin und Her. Das habe ich mit keinem Parfum. Ich habe so ein paar Parfums, wo ich den am Anfang nicht mochte und jetzt toll finde. Aber mit dem ist es eine richtige Hassliebe. Mal denke ich mir so, ich will dich nicht mal auf meinem Tablett stehen haben. Und im nächsten Moment denke ich mir so, wie geil riechst du eigentlich? Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Der ist cool. Aber der riecht gut. Ja, einfach ist so. Mal testen. Ich meine, ich habe ihn mir ja auch gekauft. Ja. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann ihn toll. Es nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, aber ich finde, bei dir riecht er gerade. Also ich finde den toll. Ich sprühe mich jetzt auch mal damit ein. Finde ich super. Hör mal. Kann man da auch mal einfach mal benutzen. Ja, einfach benutzen. Ja. Der ist unkompliziert, den kannst du testen. Der ist angenehm. Einfach ein toller Duft. Ja, das dazu. Das waren unsere Your Skin But Better Düfte. Was sind eure? Auf jeden Fall will ich unbedingt lesen. Und wann die auch dazu werden. Weil in der Regel, also zum Beispiel Molecule 01. Ja, ich weiß, Moleküldüfte sollen irgendwie den eigenen Hautcharakter oder den eigenen Körpergeruch noch optimieren. Aber ich finde nicht unbedingt, dass ein Molecule 01 ein Hautduft ist. Weil für mich riecht er schon recht zitrig, hölzern und ein bisschen auch so dieses Synthetische. Ich feiere das, ich finde den hart geil, aber ich finde nicht, dass das ein Your Skin But Better Duft ist. Finde ich nicht. Für mich sind Your Skin But Better Düfte, die irgendwie was Cremiges haben und gepflegt riechen. Ja. Die nicht ausgesprochen nach Parfum duften. Mhm. Das sind für mich halt Your Skin But Better Düfte. Deswegen zeigt uns unbedingt oder schreibt uns unbedingt eure Your Skin But Better Düfte auf. Wir freuen uns sehr, die zu lesen und werden die natürlich auch testen. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und bye!